Was passiert eigentlich genau, wenn man denkt, man kennt seine Möglichkeiten, nutzt diese aber nicht im vollen Umfang aus? Das heißt, man steift und vertraut sich den Dingen, die man schon jeden Tag macht und kennt und für sich irgendwo vereinnahmt. Und da ist die Gefährlichkeit, dass man sich irgendwann mal in dem Großen und dem Ganzen verirrt, weil man geht einfach nur dieser klaren Linie aus und bleibt da drauf und versteht nur das, was man sehen und hören möchte. Und diese gefährlichen und gleichbleibenden Muster, die sind da im Vorrangigen. Und da sieht man dann teilweise, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt beabsichtige, was ich da jetzt mache, weil man vergisst den Rest von dem, wo man nichts von gehört oder von gesehen hat. Weil man glaubt teilweise, man weiß es. Man geht diese gewöhnlichen Dinge irgendwo nach und sucht sich auch nur noch das, weil man sich sicher fühlt. Und davon muss man sich wohl übel irgendwann mal trennen, weil man wird herausfinden, dass es nicht mehr funktioniert. Weil man der festen Überzeugung war. Und dann, was macht man dann? Dann ist es teilweise schon zu spät, weil man nicht mehr diesen Anschluss an diesen nicht bekannten Dingen findet. Und was ist dann? Richtig, dann kann man überhaupt nicht mehr davon sprechen, dass man da in irgendeiner Weise ein Verhältnis zu aufbaut. Und dann ist genau das Gleiche wieder. Man widmet sich den gewohnten Dingen und glaubt einfach nur, das ist die richtige Richtung. Und wenn dir das gefallen hat und du auch mal eine Veränderung da zum Positiven herbeiführen möchtest, dann teile es mit anderen Menschen, die das hören wissen müssen, damit die auch von mitbekommen. Und teile es mit anderen Menschen gleichzeitig, die das hören wissen müssen. Und schau dir jetzt meinen YouTube-Kanal an. Bis dann.